Einen nicht so. Guten Mittag. Was denn? Das war jetzt so. Hallo. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich finde das eigentlich ganz okay, man gewöhnt sich dran. Mhm. Also, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, bringt uns... Jetzt bin ich dran. Ja, Corona auch ganz spannende Ideen. Wir haben halt nichts zu tun und dachten uns, mit muss man was zu tun kriegen. Ich habe jetzt zwei Schminkvideos gedreht in der letzten Zeit und ich dachte ich mir... Angst. Was Angst? Dass ich dich kunterbunt anmache und alles falsch so, ist. Nee, solange ich danach noch mein Augenlicht habe und mein Geschmackssinn. Auf jeden Fall wird Philipp mich heute schminken und wir haben so ein paar Regeln. Also er darf alles verwenden, was da ist. Er darf lesen, was auf den Produkten steht, sofern was draufsteht. Und er muss ein alltagstaugliches Make-up machen, was aber nicht unbedingt zwangsläufig natürlich aussehen muss, wo es halt einfach nur darum geht, dass man sieht, dass was gemacht ist und was halt schön aussieht, womit man auf die Straße gehen kann. Also jetzt nicht so für eine Feier oder so aufwendig, aber trotzdem aufwendig genug, dass jeder Teil des Gesichtes was abbekommt. Ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwas draufkriege und das abblättert. Sorry. So, ich blende euch jetzt ein Foto ein, was alles da ist sozusagen, was zur Auswahl steht. Wobei, da ist halt auch ein Peeling, was ich unter der Dusche verwende. Das steht jetzt bloß hier drin. Also das ist hingerannt. Ich habe das alle gewonnen. Nee, aber es passt alle gewonnen. Nee, das ist eine Probe. Das ist eine Parfümprobe. Nein, das ist keine Parfümprobe. Das ist Make-up. Achso, das ist so, das ist sowas hier wahrscheinlich. Ja, eine Parfümprobe. Also ich habe jetzt hier Eier gefunden. Das ist aber los. Schon Ostern, ja. Hier grau, da unten finde ich nicht so schön, glaube ich. Ist ja auch ein Augenbrauenstift. Ja, für die Augenbrauen ist der. Ich dachte, das ist wie hier. Nein. Ist der Augenbrauer? Nein. Ganz ehrlich, woran soll ich denn das jetzt erkennen? Ja, weil man es nicht mehr, man kann die Schrift nicht mehr lesen. Aber selbst wenn, es gibt wahrscheinlich beides für beides. Ja, wahrscheinlich gibt es auch beides für beides. Es geht beides wahrscheinlich beides. Für beides. Ach, guck mal, ich habe noch eine Gesichtsmaske. Muss ich vielleicht parallel drauf machen? Nein, danke. Ich kann ja dazu sagen, den habe ich in Meppen gekauft. Und, hilft dir das? Ja, wahrscheinlich in der Wimpern, Augenlider da oben, also hinter die Wimpern, auf die Wimpern, über die Wimpern, bei den Wimpern entlang. Ach nee, hier, so ein Dingsbums. So, weißt du, wie heißt das denn? Wer? Was? Dingsbums? Du hast jetzt hier sowas gemacht. Naja, hier am... Wenn die Wimpern da so einen Strich machst und dann da hinten. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Lidstrich. Ja, das sage ich doch. Das lassen wir erst. Das hat sich Philipp schon ausgesucht. Ach so, das ist ja gar nicht. Ich wollte schon sagen, das macht nämlich gar keinen Sinn. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Kamillentee. Na. Ja, trotzdem nochmal, um nochmal hier drauf zurückzukommen. Für mich macht da keine Farbe so richtig Sinn, weil man macht ja hier. Richtung, also hier was Rotes hin, da vielleicht wahrscheinlich auch was Rotes oder so. Warum sollte man sich dann da blau hinschmieren? Kann ich ja hier auch Rouge hinschmieren. Wo? Na, als Lidschatten. Das... Würde ich bleiben lassen an deiner Stelle? Nein, ich möchte dir darüber jetzt keine Auskunft geben. Und zwar verwende ich jetzt den hier für diesen Soft Rouge und mache mir das einmal auf die Augenlider. Ach nee, eher wahrscheinlich für die Augenbraune, oder? Warum lese ich denn einfach nicht? Verstehe ich nicht. Also wird's aussehen. Ja. Natürlich fein und präzise. Aber hier bin ich gespitzt. Einsame Männer. Stecken sich das in den Po. Aha. Dann darfst du loslegen. Verstehe, er ist neu. Und das ist ja auch eine Art Basisgrundlage sozusagen. Oder. Das ist das, wenn immer sich die Leute, die irgendwo Punkte hinmachen und das dann verschmieren. Ich bin. Ich bin? Schlau, glaube ich. Ja, das sieht aus, als wären hier Eispuren drin. Fußspuren vom Ei. Nicht vom Küken? Nee, vom Ei. Mach mal vorsichtig die Augen zu, falls es kleckert oder so. Ich habe Angst. Ich bin so neugierig. Augen zu. Ich mach jetzt einfach mal hier einen Punkt hin, da so. Kein Hitlerbart.
Schreibst du was? Nein, mit Blätterhörnchen. Achso. Zart und feiner, wie was schneiden wir da drauf? Präzise oder so. Auch das. Hast du gekleckert? Na, Kaffee oder Essen oder so. Grüner Kaffee, das würde ich nicht trinken. Ist das grün? Das hat einen grünen Stich. Du hast einen Stich. Was muss ich jetzt machen? Okay. Auf jeden Fall nicht so die Augen verdrehen, das sieht so. Ist das überhaupt dafür gedacht? Das geht nicht so richtig. Also wir haben jetzt die Kamera gewechselt, die viel Speicher, aber wenig Akku hat. Corona-Geschichte? Irgendein Corona-Erlebnis? Das ist mein Corona-Erlebnis. Ich glaube, ich habe gerade die Synapsen in deinem Kopf erst sich berühren und dann wieder auseinandergehen sehen. Große Preisfrage. Womit trägt man das auf? Vielleicht noch mit dem Finger. Der riecht voll gut. Das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr was. Du erhoffst dir mal, dass er steht mit Geruchsrichtung Himbeere. Zutaten so. Dies und jenes. Ich würde sagen, ich bin fertig. Du trocknest noch ein bisschen. Das ist Mundgeruch, nein. Du bist mein Augenbruder. So, ihr seht nochmal das Endergebnis ein bisschen näher. Mann, ich dachte, du erschrickst wenigstens oder guckst geschockt. Ich hab doch damit gerechnet. Ja, das erste Mal bin ich ganz zufrieden. Sehe ich mich jetzt im Spiegel? Ja. Da kann ich auch mal aufmachen, ich bin so aufgeregt. Okay. Was denn? Also, ich finde, also die Augen sind sehr, sehr krass betont, unten drunter. Aber ansonsten... Ich glitzer im ganzen Gesicht, was hast du getan? Ah, das ist bestimmt von dem
Von dem Lidschatten, dass du da mit deinen Händen hier vielleicht so... Vielleicht habe ich das überall verteilt, das kann sein. Das ist ein Special-Effekt. Die Lippen sind echt gut geworden. Das ist schön. Ja, und meine Nase ist noch ein bisschen weiß, halt so gepudert. Aber ja, das Puder hat alles wieder so ein bisschen heller gemacht. Aber ansonsten, also ich glaube, das hier unten wäre mir zu krass für den Alltag, aber es ist vielleicht, weil du es auch korrigiert hast, weißt du? Ich habe auch noch dreimal gewischt, ja. Ja, aber ansonsten finde ich das, ja, sehr, sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Du hast dich sehr gut geschlagen. Das ist schön. So, und dann beenden wir an der Stelle das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und unterhalten. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir auch. Ich dachte, es wird schlimmer. Ja, was heißt denn schlimmer? Ja, weiß ich nicht. Also im Notfall, falls du dir mit beide Arme brichst. Naja, da kann ich dir ja auch sagen, was du machen darfst. Nein, da kannst du dir auch Tipps geben oder sowas. Aber jetzt ging es ja darum, dass du halt das aus deiner männlichen Intuition heraus machen solltest. Und nein, was ich noch so süß fand, du hast einfach ungefähr mein ganzes, alles hier unten mit Rouge bedingt. Nein. Doch, du hast mit dem Rouge, warst du überall, wirklich. Ja, ich glaube, du hast sogar ein bisschen Rouge auf die Nase gemacht. Nee, oder auf jeden Fall bis hier und bis hier und bis hier und so. Wenn, also ich mache Rouge immer hier nur so hier. Ja, was hat sich angefühlt wie alles? Und ich dachte so, ich bin dann auch bestimmt voll rosa. Nee. Das war voll lustig. Nee, sieht man auch nicht so viel von, aber du hast eh sehr zart alles verwendet, so an Puder, Kontur, was auch immer. Ja, nee, ja, wir waren eigentlich schon beim Verabschieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wir haben die anderen Videos dazu auch schon verlinkt und wir packen die trotzdem nochmal unten drunter. Mein Finger ist ein Bild. Und unser letztes Video verlinken wir auch unten drunter. Und dann freuen wir uns, wenn wir das nächste Mal uns wiedersehen. Mal gucken, was wir dann anstellen, wenn uns hier noch langweilig wird. Ja, dann bis zum nächsten Video.